ein bisschen Hunger. Mein Magen hat gerade schon zweimal ganz schön laut geknurrt. Hast du das auch gehört? Emma auch, Emma auch. Emma pielen, Emma pielen. Emma pielen. Emma, Finus pielen. Emma, wir können gleich noch pielen. Ich meine spielen. Ach, dass du immer pielen sagen musst. Ich sag manchmal auch schon pielen aus Versehen in der Kita, weißt du das? Komm, wir gehen ganz kurz einmal runter und fragen, ob wir erstmal was essen können. Und danach können wir was pielen. Ich meine spielen. Weißt du, was mir gerade einfällt, Emma? Vorsichtig, halt dich da mal am Geländer fest. Ja, Oma hat uns vorhin Donuts mitgebracht. Die könnten wir doch essen. Die sind voll lecker. Mit Schokolade. Ach, da frage ich Mama, ob wir gleich einen essen können. Emma auch. Emma auch. Oma, Opa, Oma, Opa. Emma pielen. Du, Mami, sag mal, ich habe ein bisschen Hunger. Und ich glaube, Emma auch. Ja, können wir nicht vielleicht diese leckeren Donuts essen, die Oma uns von vorbeigebracht hat? Ach du meine Güte, ich habe total die Zeit vergessen. Ja, natürlich, Linus, wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr was essen. Stimmt, Oma hat diese Donuts mitgebracht. Weißt du was? Ich hole die euch eben. Schaut mal, die sehen wirklich sehr, sehr lecker aus. Mit Schokolade. Leider gab es keine mehr mit Streusel, hat Oma gesagt. Ach, das ist mir total egal. Hauptsache Schokolade. Oh, die riechen schon so lecker. Ach, ich liebe Donuts. Letter. Letter. Anna Letter. Oh, Letter. Oma Letter. Oh Mann, Emma, wie siehst du denn aus? Du hast ja überall Schokolade am Mund. Das sieht ja ganz, ganz schrecklich aus. Emma Letter, Emma Letter, Emma Latte an Meta. Ach Linus, guck dich erstmal selber an. Du bist auch voller Schokolade. Am besten wäschst du dir einmal ganz doll das Gesicht. Das bekommst du so, glaube ich, mit einem Küchentuch nicht ab. Oh je, oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Na gut, ich gehe eben ins Badezimmer und wasche mir das Gesicht. Und du kommst auch mit, Emma. Wir müssen unbedingt dein Gesicht waschen. Du siehst aus, als ob du den ganzen Donut mit deinem Gesicht gegessen hast. Was hast du denn da gemacht? So, komm her, Emma, Gesicht waschen. Komm mal bitte einmal her, setz dich mal hier auf den Tritt. Emma, wo willst du denn jetzt hin? Komm doch hierher. Bleib doch bitte stehen, wir müssen dein Gesicht waschen. Emma, nein. Emma, bleib sofort stehen. Du wischst sonst überall die Schokolade hin. Emma, hier bleiben. Ach, Emma, heute ist so ein schönes Wetter, oder? Zum Glück können wir immer in der Sandkiste spielen. Das ist so toll. Hast du Lust, den Sand vielleicht zu sieben? Emma fand. Emma fand. Emma fand. Emma pielen. Finus Emma pielen. Fand. Emma, weißt du was? Wir könnten ja noch eine Burg bauen. Das magst du doch immer so gerne. Aber es wäre toll, wenn du sie dieses Mal nicht sofort wieder kaputt machst. Dafür brauche ich aber vielleicht ein bisschen, ja, nasseren Sand. Vielleicht sollte ich Mama fragen, ob wir die Gießkanne voll machen können. Emma, weißt du was? Wir machen jetzt die Burg. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bestimmt bis zum Abendessen. Ansonsten machen wir das morgen fertig. Kannst du mir mal ganz kurz den Eimer geben? Emma, Feimer. Emma, Eimer. Emma, Eimer. Aber Emma, ohne Eimer kann ich doch keine Burg bauen. Den brauchen wir doch, damit wir da den Sand reinmachen können. Danach kannst du den doch auch wieder haben. Versprochen. Emma, nein. Emma, Eimer, nein. Aber Emma, ohne Eimer können wir doch keine Burg bauen. Du kannst den Eimer doch gleich wieder haben. Ach, du bist momentan so anstrengend. Nein, Emma, nein. Finus, nein. Emma, Eimer, fein, nein, nein. Ich möchte heute mal den roten Drachen spielen. Bitte, Linus. Oder können wir vielleicht auch den goldenen Drachen holen? Ach, ich weiß nicht, Hannah. In mir ist egal, den roten oder den grünen. Aber wir können noch ein paar Soldaten gebrauchen, oder? Ja, und ein paar Pferde. Und vielleicht, ach, ich weiß nicht, hast du nicht auch noch eine Prinzessin? Nee, Hannah, leider nicht. Aber irgendwo hier in der Kiste habe ich bestimmt noch einen König oder irgendwie sowas. Aber du willst unbedingt eine Prinzessin haben, oder? Die habe ich, glaube ich, nicht. Ach, Mann. Na gut, ist nicht schlimm. Das nächste Mal bringe ich meine mit. Aber so können wir doch auch gut spielen. Vielleicht sollten wir noch, ja, einen Elefanten oder einen Löwen. Emma Tuch. Emma Tuch. Finus, Emma Tuch. Emma Tuchläden. Emma. Finus.
Vampir! Also Emma, erstmal ist das kein Tuch, sondern ein Buch. Und zweitens, gehst du bitte von meinen Büchern weg. Nachher machst du die noch kaputt. Du hast dein eigenes Spielzeug. Es ist schon nett von mir und Hannah, dass du überhaupt hier im Zimmer sein darfst. Ständig hängst du bei uns rum. Geh doch mal in dein Zimmer spielen. Emma, du sollst sicher an meine Bücher gehen. Ich habe die auch gerade alle schön sortiert. Geh mit deinen eigenen Büchern spielen. Komm lieber mit zu uns. Du kannst ja da an der Ritterburg spielen an der Seite mit den Tieren, die wir nicht brauchen. Pielen. Emma, pielen. Fanafinus, pielen. Pielen mit Emma. Pielen. Emma, törö. Törö. Emma, törö. Finus, törö. Fana, törö. Miau, miau. So ist gut, Emma. Aber du kannst auch ein bisschen leiser spielen, oder? Du kannst mit dem Elefanten und dem Kamel spielen. Aber ein bisschen leiser, sonst können Hannah und ich ja gar nichts verstehen, was wir so reden. Emma pielen, Finus pielen, Fana pielen, törö, törö, miau, Emma pielen. Na, Emma, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Bleib mal hier, du kannst doch nicht mit meinem Spielzeug einfach abhauen. Das möchte ich nicht. Törö, törö, Emma pielen, Finus Emma pielen, flutsch. Hey Emma, wo willst du denn jetzt hin? Bleib jetzt hier mit meinen Sachen. Ich möchte nicht, dass du meine Sachen mit in dein Zimmer nimmst. Du willst dir nur wieder die Flutsche, ich meine die Rutsche runterrutschen. Nachher geht wieder alles kaputt. Emma, bleib jetzt stehen. Du kannst mit meinen Sachen spielen, aber bei mir im Zimmer. Ich möchte nicht, dass du meine Tiere mit in dein Zimmer nimmst. Das musst du akzeptieren. Mm-mm, Emma pielen. Nein. Finus Emma pielen. Nein, nein, nein. Emma, bleib jetzt stehen. Das sind meine Sachen. Nein. Na, Emma, hast du schön Mittagsschlaf gemacht? Emma Heier. Mhm, Finus Emma Heier. Aber Emma pielen. Finus Emma pielen. Finus Emma pielen. Miau, miau. Finus pielen. Oh, puh, Emma. Oh, deine Winde ist aber voll. Also, wir können gleich spielen, aber wir müssen erstmal deine Winde wechseln. Das riecht ja furchtbar. Pfui, pfui, pfui. Ich sag am besten Papa mal Bescheid, ja? Emma, Finus, Papa, pielen. Pielen, Emma, pielen. Oh, meine Augen brennen richtig. Du meine Güte, Emma, das riecht ja furchtbar. Ich gehe sofort zu Papa. Och, heute habe ich einen schönen Homeoffice-Tag. Ja, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ach, ist das nicht herrlich. Bin ich auch mal zu Hause. Emma, Tuch. Emma, Buch. Emma, Tuch. Miau. Du, Papa, ich muss dich mal ganz kurz stören. Mama meinte zwar, ich sollte dich in Ruhe lassen, aber sie ist ja gerade nicht da. Also, Emma hat ganz furchtbar in die Hose gemacht. Das riecht wirklich sehr streng. Und eigentlich kann man auch nur nach oben gehen, wenn man sich die Nase zuhält. Kannst du ihr bitte eine neue Winde ummachen? Sonst spiele ich nicht mit ihr. Oh ja, natürlich. Ich komme sofort, Dinos. Warte eben. Es riecht wirklich sehr, sehr streng, glaub mir. Ach, so schlimm ist das nicht. Glaub mir mal, da gewöhnt man sich dran. Na, Emma, dein Bruder sagt, du brauchst mal eine neue Windel. Dann komm mal her, Papa macht dir mal eine neue Windel um. Dann stinkst du auch nicht mehr so. Och, du meine Güte, Emma. Was hast du denn gestern gegessen? Oh, da hat Linus aber recht. Oh, Nase zu halten, du. Och, Emma, das ist ja furchtbar. Och, wo sind denn jetzt die Windeln hin? Sind die da ganz hinten oder hat Mama keine mehr da? Och, das ist jetzt aber blöd. Emma, bleib mal eben bitte hier. Mm-mm. Emma, pielen. Emma, pielen. Hey Emma, wo willst du denn jetzt hin? Du brauchst doch eine neue Windel. Du stinkst doch. Hey Emma, wo willst du denn jetzt hin? Wir brauchen noch eine neue Windel für dich. Komm doch mal eben bitte her. Du stinkst, Emma. Komm her. Mm-mm. Emma pielen. Finus Emma pielen. Ja, Emma, wir spielen auch gleich. Aber du brauchst doch erstmal eine neue Windel. Wenn du so stinkig bist, dann können wir nicht spielen. Geh ihm zu Papa und lass dir eine neue Windel machen. Nein, Emma, nein. So, Linus, dann mach dich mal eben schnell fertig. Leg deine Sachen bitte ab, wir sind heute spät dran. Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Emma. Silke, Silke, pielen, Emma, pielen. Na, Emma, du Quatschtante, wo willst du jetzt wieder hin? Du bist so ein richtiger Wirbelwind. Emma Topf, Emma Topf, Emma Topf. Oh Mann ey, Emma ist momentan so anstrengend, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Die ist richtig trotzig. Emma Puppe, Mama Emma Puppe, Mama Emma Puppe, Emma Pien Puppe. Emma, komm jetzt bitte her, wir müssen jetzt auch los. Du musst in deine Kita oder in deine Krabbelgruppe und ich muss zur Arbeit. Komm her. Mm-mm. Emma Pien, Emma Pielen,
Mm-mm. Nach den Sommerferien kommst du doch sowieso hierher. Nun komm doch her, Emma. Ich habe gleich einen wichtigen Termin. Los, hopp, hopp. Emma Pielen. Emma Pielen Zilke. Emma Pielen. Mm-mm. Emma Pielen Puppe Zilke. Pielen. Hey, Emma, stehen bleiben. Nicht weglaufen. Komm jetzt sofort hierher. Nein. Nein, Emma, nein. Nein. Mm-mm, mm-mm. Emma, nein. Emma, nein. Ich sag's der Pauline, mega anstrengend. Es geht gar nicht. Die ist nur am Nein sagen. Das will sie nicht, jenes will sie nicht. Ein richtiger Trotzkopf ist das. Hey Emma, was machst du denn da Schönes? Miau, miau, Emma pielen. Finus Emma pielen. Na gut, Emma, wir pielen, wir spielen was, meine Güte. Hast du Lust, dass ich dir was vorlese? Du weißt ja, insgeheim und so. Darfst aber kein sagen, dass ich lesen kann. Das ist wirklich noch ein großes Geheimnis. Wenn du willst, lese ich dir das Buch hier vor. Ah ja, Emma pielen, Finus, Tuch, Buch. Emma pielen, Finus, pielt Buch. Ja, Emma, also hier stand ja letztes Mal was mit dem Bären. Jetzt steht da was anderes und zwar mit dem Hund. Also der Hund, der isst gerne... Was isst denn Hund gerne? Eine Dose mit Fleisch. Oh, wie macht denn der Hund, Emma, weißt du das? Der Hund macht wuff, 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 wuff. Wuff, wuff, Emma, wuff, 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 wuff. Emma, flutsch. Emma, flutsch. Oh, oh, Emma, wenn Mama das wieder sieht, dass du auf der Rutsche stehst, dann gibt das eine Menge Ärger. Komm da mal lieber runter. Ja, genau, Emma, ich sehe das nämlich. Mama hat ihre Augen überall. Setz dich bitte hin. Mm-mm, mm-mm. Emma, hinsetzen. So ist es gut. Es wird nicht im Stehen auf der Rutsche geturnt. Ansonsten nehme ich dir die Rutsche wieder weg. Emma, pielen. Emma, pielen. Normal, Emma, normal. Emma, flutsch normal. Normal. Mhm. So ist gut, Emma. Sitzen, nicht stehen. Erwische ich dich jetzt noch einmal, wie du auf der Rutsche stehst, nehme ich dir die ganze Rutsche weg. Das schwöre ich dir. Bleib sitzen. Ich glaube, Emma hat keine Lust mehr zum Lesen. Ja, man kann ja auch nicht den ganzen Tag lesen. Rutschen macht ja auch Spaß. Emma, flutsch. Emma, Finus, flutsch. Emma, flutsch. Flutsch, flutsch. Ach, Emma, du stehst ja schon wieder. Setz dich jetzt bitte hin. Ich möchte nicht, dass du Ärger bekommst. Ah, da macht Spaß. Pielen. Emma, pielen. Finus, pielen. Flutsch, flutsch. Pielen. Pass, pass. Ach, Emma, ich möchte auch mal gerne rutschen. Mm-mm, mm-mm. Emma, flutsch. Pass, pass. Emma, pielen. Mhm. Pass auf, Emma, ich komme jetzt auch. Mach da mal die Bahn frei. Andere wollen auch noch rutschen. Mm-mm. Finus, nein, nein. Emma, flutsch. Finus, nein, flutsch. Mm-mm, mm-mm. Aber Emma, du darfst doch auch mal mit meinen Sachen spielen. Ich rutsche auch ganz, ganz schnell. Ach, bitte, Emma. Lass mich auch einmal rutschen. Nein, Finus, nein. Ach, Emma, das merke ich mir. Willkommen zu dem Kommentar des Tages. Der Kommentar des Tages ist heute von Marie Perlik. Ja, super Video, zwei Herzchen, Hashtag Playmobil-Geschichten. Liebe Marie an dieser Stelle, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und ich hoffe, dir gefallen unsere Videos noch eine ganz, ganz lange Zeit und dass du sehr viel Spaß hier hast auf dem Kanal. Und falls ihr auch mal vorgelesen werden wollt, dann macht es wie die Marie und schreibt einfach einen Kommentar mit dem Hashtag Playmobil-Geschichten oder Playmo-Geschichten und mit ganz viel Glück fischen wir euch raus aus den ganzen Kommentaren. Und jetzt schauen wir noch ganz, ganz schnell einmal, was der Linus zu sagen hat. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder dabei wart bei Playmo-Geschichten. Och, sind eure kleinen Geschwister manchmal auch so anstrengend. Schreibt es doch mal gerne in die Kommis. Ansonsten habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das einmal, indem ihr hier unten auf meinen Kopf klickt. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten würden wir uns super doll, mega, super heftig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und hier vorne könnt ihr gleich noch weitere Videos von uns schauen. Einmal verlinke ich euch die Playlist hier unten mit allen Videos, wo Emma mal Quatsch gemacht hat. Und ich meine damit wirklich einen Quatsch. Und hier oben verlinke ich euch nochmal ein Video, was euch bestimmt super gut gefällt. Ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder.